Ein Horn hat es noch nicht vorzuweisen, dafür aber stramme Beinchen und ganz viel Charme, liebe Zuschauer. Im Zoo präsentiert sich heute der Nachwuchs der Spitzmaulnashörner. Wir sind beim ersten Ausflug des Kleinen dabei. Nehmen Sie mit und damit hallo und herzlich willkommen bei Kids Konkret. Was wir für alle vielleicht heute schon sagen könnten, dass wir ja jetzt noch ein zweites kleines Baby haben. Das sehen Sie heute allerdings nicht, frisch geschlüpft sozusagen. Ach, das ist schon da? Ja, es ist dann plötzlich einfach heute Morgen. Na, ich konnte es noch nicht aktualisieren. Und wir schätzen einfach mal, dass es ein Männchen ist. Zumindest konnten wir sehen, dass sich da alle Anzeichen in diese Richtung andeuten. Mhm. Es ist, ja, alle Beine reichen bis zum Boden, wie man so schön sagt. 35 bis 40 Kilogramm schwer. Mhm. Und aber auch was interessant ist, dass beide zur gleichen Zeit ungefähr gekommen sind. Ja, das ist ja doch eine ziemliche Synchronisierung. Und das ist auch nicht atypisch für Tiere, dass sich Muttertiere so ein bisschen synchronisieren in ihrem Zyklusverlauf. Und das hat sich hier wohl so dargestellt. Also freut uns, ne? Jasper hat hier, also er braucht sich nicht mehr zu beweisen, er kann es, er hat es schon getan. Und was mir auffällt, ist, ich bin ja noch nicht so lange in Berlin, das sind wirklich richtig schicke Nashörner, die wir hier haben. Also die haben ja richtig schöne Hörner. Maburi hat recht schöne Hörner und die Kumi, die jetzt im Stall ist, hat dann noch schönere Hörner. Also so wie man das aus der Wildbahn so kennt. Ja, man muss halt Geduld haben. Ne? Das ist so. Geht auch nichts auf Knopfdruck, wir können auch nichts rausschieben. Aber der Chef, also der Reviertierpfleger und Vertraute der Nashörner, gibt ja alles. Er ist drin und wir haben es ja gesehen, versucht mit Reiskuchen das Tier rauszulocken. Also. Man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt sehr viele Kameras hier. Das ist für fast alle Wildtiere immer etwas, was sie nicht so mögen. Liegt nicht an der Kamera, aber an den Linsen. Das, und für die meisten Tiere sind solche Linsen immer ja, große Augen. Ja? Gorilla-Männer zum Beispiel können sich furchtbar aufregen über solche Kameras und solche Linsen. Ja? Dann fotografieren wir ohne Linsen. Geht nicht, ne? Aber das ist wie gesagt nicht die Kamera, sondern wirklich die Linse. Viele Tiere, weil das direkte, das sieht aus, als wenn eben Augen so direkt einen fixieren würden. Das sind ja immer die ersten 10 Tage, passt man ja eigentlich auf, wie verhält sich Mutter und Tochter. Der Geburtsvorgang selber ist relativ unkritisch bei Nashörnern. Es gibt ja andere Tierarten, wie Elefanten, da ist eine Armada an Tierärzten damit beschäftigt, dass das Ganze mitfunktioniert und hält die Wache sozusagen. Bei Nashörnern kriegt das kaum einer mit, weil die Geburt dauert 5 bis 10 Minuten, dann ist alles vorbei. Aber dann beginnt die weitere kritische Phase, die deutlich wichtiger ist, und zwar, dass Mama und Tochter sich oder Mama und Kind sich mögen, dass Mama ruhig bleibt übrigens und nicht das Kleine wie auch immer verletzt. Das ist eigentlich für uns das Wichtige. Bei mir steht jetzt Dr. Ragnar Kühne, der zoologische Leiter. Herr Dr. Kühne, warum funktioniert das nicht? Warum kommt der kleine Mann nicht raus? Ja, wir rätseln auch ein bisschen. Maburi, die Mutter, war es schon gewohnt, jeden Tag mal allerdings auf eine andere Anlage hinter das Haus zu gehen. Heute ist für sie eine neue Situation. Auf der anderen Seite stehen wir als Menschen noch mit der Kamera und das verunsichert sie ein bisschen. Und es kommt noch eine zweite Sache hinzu, die aber sehr schön ist für uns. Ein zweites Nashorn, Kumi, direkt im Stall daneben, hat heute auch ein Jungtier bekommen. Und insofern hat sich die Situation da im Haus auch ein bisschen verändert und wir können Maburi nicht nach draußen drücken. Das gelingt nicht bei Nashörnern. Also wir bemühen uns und ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns hier umdrehen, wird sie draußen sein mit dem Jungtier und das Kleine wird
vermutlich auch jeden Tag bei schönem Wetter jetzt nach draußen kommen. Also die Besucher werden auch mit Glück unser Jungtier hier sehen. Aber ein bisschen Geduld müssen wir noch haben. Das heißt, die Kühe sind so ein bisschen in Alarmbereitschaft, weil in freier Wildbahn ihr Nashorn schon gefährdet wäre. Ja, ein Nashorn stellt sich jeder Gefahr, wenn es ausgewachsen ist. Aber als Jungtier, jetzt mit 35 Kilogramm, da wird es einem Löwen locker zum Opfer fallen. Und deshalb passen die Mütter auf, dass keiner dem Tier zu nahe kommt. Und das Jungtier bleibt auch immer bei Fuß. Also das läuft nicht alleine nach draußen. Das werden wir hier nicht erleben. Die Mutter muss nach draußen gehen und dann wird das Jungtier mitkommen. Herr Kühne, Sie haben gesagt, das zweite Baby ist auch schon da. Ist das ein Sonderzeichen von Berlin, dass der Nachwuchs bei den Nashörnern hier so gut funktioniert? Ja, das ist eine Spezialität des Berliner Zoos. Wir haben ja auch lange Zeit das europäische Haltungszuchtprogramm koordiniert, was mein Kollege Herr Dr. Ochs gemacht hat. Wir führen in Berlin auch das internationale Zuchtbuch für die Spitzmaul-Nashörner, jetzt allerdings im Tierpark Berlin. Obwohl die Tiere bei uns untergebracht sind. Und wir haben jetzt mit diesem Neugeborenen ein Zehntel aller Spitzmaul-Nashörner in Europa hier in Berlin. Warum sind die Tiere so bedroht in freier Wildbahn? Das ist eine ganz traurige Situation. Gegen die Jahrtausendwende hatte man das fast im Griff. Also da wurden in Südafrika, allein in Südafrika, etwa nur noch 10 Nashörner, also Breitmaul- und Spitzmaul-Nashörner gewildert. Mittlerweile sind die Zahlen, das entwickelte sich in den letzten 5 Jahren, so dramatisch gestiegen, dass im Jahr mehr als 800 Nashörner zu Tode kommen. Und das liegt daran, dass hier ein Markt sich erweitert hat in Asien und dem Nashorn dort eben eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Vollkommen unsinnig, denn es handelt sich nur um zusammengebackene Haare. Stammesgeschichtlich. Sie sprechen das Horn an, das hat der Kleine noch nicht. Das ist auch klar, sonst wäre das mit der Geburt ein bisschen schwierig. Wie lange wächst das denn? Das Horn wächst ein Leben lang, also es wächst immer von der Basis nach. Und wir haben eine alte Nashorndame, Kilaguni, die hat ein Horn, das ist bestimmt 80 cm lang. Aber alle Spitzmaul-Nashörner bei uns haben ausgeprägt schöne Hörner. Kann man an den Hörnern auch erkennen, wie der Zustand des Tieres ist? Also wenn es dem Tier gut geht, dass man das dann quasi am Horn erkennen kann? Nein, also wenn es ihm gut geht, dann wird das Horn auch ordentlich wachsen, aber das ist individuell verschieden. Die Hornform ist auch individuell unterschiedlich und die Tiere setzen das Horn eben auch ein, zu kämpfen gegeneinander und manchmal reiben sie das Horn auch an Gegenständen und verkürzen es dadurch. Also es ist nicht so, dass das Tier mit dem längsten Horn auch das gesündeste sein muss. Herr Dr. Kühne, Sie haben die bedrohte Situation dargestellt in freier Wildbahn. Gibt es denn auch Auswilderungen? Also ich weiß, dass das bei Raubkatzen ziemlich schwierig ist, die in Zoos geboren sind. Wie ist das denn bei Nashörnern? Ja, das gibt es. Also auch der Berliner Zoo hat schon dazu beigetragen, das Tier ist nicht direkt von uns nach Afrika gegangen, sondern war zunächst in Großbritannien untergebracht, aber ist von dort mit anderen Spitzmaul-Nashörnern mittlerweile in ein überwachtendes Schutzgebiet in Afrika wieder überführt worden. Man muss dann natürlich sicher sein, dass die Tiere Tag und Nacht bewacht werden. Ansonsten wäre das grobe Fahrlässigkeit, ein Nashorn aus Europa wieder nach Afrika zu bringen. Kommen wir zum Schluss noch mal zur Fortpflanzung. Wird das eigentlich genau generalstabsmäßig geplant im Zoo, damit die Kleinen auch zu einer Jahreszeit auf die Welt kommen, die angemessen sind für sie? Nein, also wir sind froh über jedes trächtige Nashorn. Und wir bemühen uns, dass die Kühe möglichst schnell gedeckt werden. Denn der Geburtenabstand, der ist immens groß bei den Nashörnern. Der liegt naturgemäß zwischen 4 bis 6 Jahren. Also ein Nashorn produziert nur sehr wenig Nachkommen. Und wenn ein Jungtier wieder entwöhnt wurde und die Mütter kriegt wieder einen relativ regelmäßigen Zyklus, dann wollen wir auch, dass sie mit unserem Bullen zusammenkommt. Und das klappt nicht immer beim ersten Mal. Man weiß das von Mensch und anderem Haustier auch. Nicht alle werden schnell trächtig. Dass das bei uns so gut gelingt, liegt an dem guten Management. Und die werden dann auch stetig untersucht, die Tiere, um zu gucken, ob sie eben trächtig sind? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Nashorn trächtig sein könnte, dann fangen wir auch irgendwann an, Hormonuntersuchungen zu machen. Das gelingt über den Kot beispielsweise. Und dann wissen wir auch
irgendwann, das Tier ist trächtig. Dann sind wir uns aber nicht ganz sicher, was... Wir haben es dann vielleicht einen Monat später nochmal zum Decken mit den Bullen zusammengelassen. Wir kennen dann nicht ganz genau den Tag, aber wir wissen ungefähr den Zeitraum, wenn die Nashörner geboren werden. Umso schöner ist, dass wir jetzt zwei auf einen Streich haben quasi. Vielen Dank für die ausgiebigen Informationen, Herr Dr. Kühne. Ja, ich freue mich auch. Seit einem halben Jahr, liebe Zuschauer, haben Zoo und Tierpark einen neuen Chef. Dr. Andreas Knierim kam im April von München nach Berlin. Wie sind seine ersten Erfahrungen und gibt es schon konkrete Konzepte für den defizitären Tierpark? Das fragen wir ihn gleich und vielleicht zeigt sich ja auch unser kleines Nashornbaby. Also bleiben Sie dran bei Kiez Konkret.